Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Miss Survival. Es begrüßt euch Milena und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Es ist immer noch Tag 38 und ich bin echt am Überlegen, ob ich jetzt trotzdem einfach losgehe. Ich müsste mir nur was zu futtern mitnehmen. Was zu trinken habe ich noch? Okay. Denn ich habe auf jeden Fall ein bisschen herumgeguckt und habe so das eine oder andere gefunden. Und da mache ich mich dann jetzt mal hin auf den Weg. Natürlich wieder mit dem Karren. Also es ist, das eine ist in der Nähe von der Stadt. Da gehe ich aber eben nur kurz mal dran vorbei. Oh, meine Koffer habe ich noch gar nicht ausgepackt. Aber ist jetzt auch gar nicht so wild. Dabei ist mir dann gestern aufgefallen, dass ich den Wohnwagen gar nicht beachtet habe. Der sieht jetzt so richtig schön altbacken aus. Aber nice auf jeden Fall. Also besser als vorher. Und den kann man ja dann jetzt auch einfärben noch. Rot oder blau, glaube ich, war das noch. Goodie, aber dann sehen wir uns auf jeden Fall gleich. So, hier hinten steht auf jeden Fall jetzt die alte Schule und außerdem auch noch eine Tankstelle. Aber ich denke mal, hier diese Location, die mache ich dann in der nächsten Folge. Und jetzt geht es erstmal zum geheimen Labor. Hier geht es jetzt auf jeden Fall rein. Auf der Suche habe ich nämlich auch bemerkt, dass dieses alte Haus hier wieder da ist. Das war ja wohl safe vorher noch nicht da. Und, hoppala, schon wieder so übertrieben ruckelig. Ich muss auf jeden Fall ein bisschen die Grafik runterstellen, damit das jetzt gerade mal im Moment spielbar ist. Zum Labor geht es hier allerdings jetzt erstmal weiter. Ich denke mal auf dem Rückweg, wenn ich ein bisschen Zeit habe noch, schaue ich hier vielleicht noch rein. Warte mal, gibt es hier gar keinen offiziellen Weg? Nee, scheinbar nicht. Ach, der wäre, glaube ich, unten gewesen. Ich glaube, ich hätte eine früher reingemusst, aber na gut. Ich glaube, hier müsste es irgendwo auch runtergehen. Das ist so ein kleiner Sandweg und jetzt auch so eine kleine Fischerhütte unten. Gucken, da gehe ich gleich vielleicht noch dran vorbei. Weiß ich mir hier nicht den Hals breche. Nö, sieht gut aus. Ah ja, da vorne ist sie ja. Ja, ich hätte schon viel früher reingemusst. Hier die kleine Fischerhütte. Ich habe noch nicht probiert, ob man überhaupt dorthin gehen kann oder ob die eventuell auch buggy ist, aber ja. Das wird alles dann nachher abgecheckt. So, und hier kommt man zu einem abgezäunten Gebiet. So, da wären wir. Hey, bis hierhin bin ich auf jeden Fall gestern auch gekommen. Also auf der Suche. Ich mache das dann einfach immer ohne zu speichern. Check ich das mal ab. Bin mir gerade nicht sicher, ob der Boden richtig lädt. So, Karren wird stehen gelassen. Ich glaube, ich könnte direkt mal ein Foto machen. So, hab natürlich wieder den Flammenwerfer dabei. Gesundheit sieht auch gut aus. Ich habe alle... Nee, Quatsch, die Flasche, dafür hat es nicht mehr gereicht. Oder das ist die alte von eben, die er ausgetauscht hat. Kann auch sein. Bei mir in der Base spawnen ja immer diese beiden Flaschen und daran konnte ich das dann wieder auffüllen. Ich denke mal, wenn hier nämlich jetzt Infizierte drin sind, dann fahre ich damit auf jeden Fall am besten.
Aber bis jetzt ist alles still. Oh ja. Taschenlampe an. Da ist auf jeden Fall was drinne. Aber was ist denn da los mit dem? Es sieht so aus, als wenn er die ganze Zeit irgendwie irgendwo gegenrennt. Also als wenn er sich praktisch selber Schaden macht. Versucht ihn mal rauszulocken. Bitte stillhalten, junger Mann. Okay, das hat ja super geklappt. Ich bin begeistert. Boah, alter Schwede. Das ist bestimmt wie mit dem Seeker, gleich rennt er raus. Ich sehe aber gerade gar nicht mal, ob die Kugel ankommt. Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, die Kugel kommt nicht an. Wie spät ist es? Voll gruselig. Die Bude hier. Ich habe auch gar keine Geräusche von denen, ne? Gerade noch viel merkwürdiger irgendwie. Oh, alter Schwede. Habe ich mich erschrocken. Da steht einfach noch einer. Es scheint aber dasselbe Problem zu haben. Uno momento. Okay, also mit dem Labor ist irgendwas nicht in Ordnung. Da ist einfach noch einer. Alles klar. Ja, gut. Durch die Fenster gucken kann ich wahrscheinlich nicht, oder? Also, die scheinen irgendwie gerade noch nicht richtig... Ne, kann ich leider nicht. Die scheinen irgendwie gerade noch nicht so richtig zu funktionieren. Ist halt die Frage... Boah, ich glaube, ich muss da... Ich glaube, ich muss mal meine Nase da reinstecken. So. Und zwar mit dem lieben guten Flammenwerfer. Aber vorher muss ich kurz Pause machen und mit unserer läufigen Hündin rausgehen. Also bis gleich. So, da bin ich wieder. Boah, ich habe richtig Bock reinzugehen. Ist halt irgendwie wie in so einem Gruselkabinett hier. Okay, ich versuche erstmal hier abzufackeln. Mal gucken, ob das geht. Nö, keine Chance. Ja, das passt ja. Nicht nur unzerstörbare Fundamente, sondern auch unzerstörbare Infizierte. Trotz alledem würde ich mich hier gerne mal umsehen. Da hinten geht es einfach weiter. Wahrscheinlich ist hier die ganze Bude voll. Ich hoffe nicht, dass ich irgendwo das dann auslöse, dass sie mich doch angreifen. Weil hier so ein nach dem anderen zu erledigen, ist ein bisschen was anderes, als wenn die nachher alle drauf gehen. Heiliger Strohsack, was ist hier passiert? Ganz miese Vibes hier drinne. Gucken, ob ich irgendwas looten kann hier schon. Oha, gar nichts gut. Zone 9. Oh, das sieht aus wie ein Fahrstuhl. Vielleicht geht es hier irgendwann mal runter. Ja, sieht halt einfach wirklich so aus. Hoppala. Hier muss ich durch. Boah, es ist einfach mucksmäuschenstill, ne? Keine Geräusche von denen oder so, gar nichts. Wo bin ich hergekommen? Da bin ich gerade hergekommen. Da ist noch eine Tür.
Geh ich mal erstmal hier lang. Kann ja nicht schaden, schon mal zu wissen, wo die dann alle sind. Denn, so wie es aussieht, muss ich ja wiederkommen. Aber halt die Frage, hatte ich ja im letzten Video schon gesagt. Weiß noch nicht, ob ich das... Alter, alles voll hier. Ob ich das mit reingenommen habe. Aber eigentlich kommt ja gar kein Zwischenpatch. Sondern erst dann wieder in einem Monat ein. Da hinten ist einfach The Bloat. Okay, aber da ist wenigstens eine Tür zwischen. Alter, ist das ekelig. Ja, das war hier scheinbar der Waderaum. So ein bisschen anders sehen die Infizierten auf jeden Fall aus, ne? Uiuiui. Ui, ui. Ob der auch nicht richtig funktioniert? Oh Gott. Unpraktisch, diese Tür. Tja, jetzt ist die Frage, wurde tatsächlich an den experimentiert oder sind das einfach ehemalige Mitarbeiter? Also, na gut, an dem offensichtlich. Aber der scheint auch irgendwie festzustecken. Kann man sich den Guten hier auf jeden Fall mal aus der Nähe angucken. Sieht gar nicht so bedrohlich aus. Aber auf jeden Fall maximal ekelig. Boah, ich muss ein bisschen die Uhrzeit im Auge behalten. Gut, 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 gut. Schock. Ich gehe nochmal rein. Alter, so voll die Bude. Also hier kannst du ja fast nur mit einem Flammenwerfer rein. Wobei das gegen den wahrscheinlich gar nicht so viel bringt. Im Video habe ich halt diesen Raketenwerfer gesehen. Da sneak ich mich nochmal hin. Oh, Alter. Herzinfarkt. Natürlich sind hier auch welche drinne. Ja, aber leider kein Loot. Hey, da versuche ich gleich auf jeden Fall zu der Hütte zu kommen. Ehe es zu dunkel ist. Hoppala, schnell raus hier. Es ist einfach maximal gruselig. Wobei, hoppala. Von draußen könnte ich eigentlich eben noch schnell gucken. Aber dann wird hier ja auch außerhalb nichts sein. Vermute ich mal. Das ist wahrscheinlich... Ja, das ist einfach nur ein anderer Eingang. Ah, hier haben wir ja den Zugang zu diesem Fahrstuhl. Wer weiß, was da unten abgeht, wenn das mal mit reinkommt. Okay, das scheint es gewesen zu sein. Auf jeden Fall geile Sache, wenn es denn mal funktioniert. Ich glaube, hier kann ich reingucken, es geht. Aber hier ist leider auch kein Loot. Brauche ich auch gar nicht ins Handschuhfach gucken. Nö. Dann mache ich mich eben auf den Weg zur Hütte auf jeden Fall. Könnte hier eben kurz anhalten. Nein, leider auch nichts. Mal gucken, ob hier was drin ist. Aber... vermute ja fast auch nicht. Dann wird es vielleicht aber auch in der Hütte nicht anders sein. Mal schauen. So, wieder den guten Flammenwerfer ausrüsten. Eigentlich sieht das voll geil aus, ne? Und ich glaube, das sind auch schon... Ja, das sind einfach schon die neuen Fundamente. Wie geil ist das denn? Stimmt, hey, eine Hütte am See. Hütte am See wäre für mich auf jeden Fall eine Option für Staffel 3, denn eine Hütte am See habe ich noch nie gebaut. Und mit den Fundamenten hier scheint das ja sogar richtig gut zu gehen. Kann ich ja eigentlich direkt nochmal ausprobieren. Ja, auf jeden Fall. Könnte ich vielleicht sogar hier anbauen. Also einfach hier sozusagen ranbauen. Dann könnte ich mich erstmal hier einschließen. Vielleicht kann ich ja auch irgendwo schlafen. Naja, und wenn nicht, dann schlafe ich halt erstmal auf dem Boden. Boah, da habe ich ja jetzt schon... Da habe ich ja richtig Bock drauf. Bäume hätte ich auf jeden Fall auch genug. Und ich bin eigentlich auch...
gar nicht so abseits. Also die Stadt wäre auf jeden Fall erstmal zum Looten hier in der Nähe. Oh, das sieht richtig cool aus. Probier gleich mal, ob man die Fundamente hier platzieren könnte. Ja, leider kein Bett zum Schlafen, aber ist auch nicht so wild. Mir geht es halt einfach erstmal darum, dass ich hier einfach ein Tor vormachen könnte und dann erstmal hier schlafen. Ich meine, ich weiß immer noch nicht, wann das losgeht, aber wenn es losgeht, ja, guck mal. Würde einfach gehen. Ich könnte einfach hier direkt dran bauen und mir dann meine eigene Hütte hier hinbauen. Oha, das finde ich, glaube ich, schon richtig geil. Ja, aber Staffel 3 wird auf jeden Fall erst dann was... Hoppala, bitte mal wegmachen. Staffel 3 wird auf jeden Fall erst dann was, wenn hier auch wirklich der Durchgang frei ist. Aber ich denke, das gefällt mir dann auf jeden Fall richtig gut. Hier könnte ich ein paar Fundamente machen und hier könnte ich das dann abschotten. Ich weiß ja nicht, wie das mit den Infizierten und Wasser ist. Also früher sind sie einfach ins Wasser reingelaufen, soweit ich mich erinnere. Dann schaue ich doch eben noch bei dem anderen weißen Haus vorbei. Falls ich das jetzt überhaupt finde. Ich nehme mal jetzt erstmal diesen Weg. Und guck mal, wo man hier rauskommt. Auf jeden Fall näher bei der Stadt, ne? Würde ich sagen. Ach, genau hier. Okay, alles klar. Gegenüber von dem anderen Weg, der rüber an den Wald führt. Gut, 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 gut. Okay, dann sehen wir uns jetzt noch eben schnell bei dem anderen weißen Haus. Ja, und so mache ich das jetzt. Also ich denke, in der nächsten Folge mache ich dann die Tankstelle und die Schule. Gucke ich mir das an. Wer weiß, ob da überhaupt was los ist und ob es nicht so ist wie jetzt gerade im Labor, aber ist ja egal. Hauptsache mal gesehen. Ich glaube, ich kann mich hier schon mal lang sneaken. Dieses Haus kenne ich auf jeden Fall. Noch aus der anderen Version, aber vorher, glaube ich, war das noch nicht hier. Wow, balla, maximal laggy gerade. Bedeutet ja eigentlich nur Infizierte. Ah, Tür ist auf jeden Fall zu, aber die Garage ist, glaube ich, auf. Nee, auch nicht. Okay, das Haus ist ein bisschen abgeändert. Es ist irgendwie so ein bisschen eine andere Variante von dem anderen großen weißen Haus. Es sieht auch irgendwie nicht mehr so runtergekommen aus, muss ich sagen. Und die Garage stand, glaube ich, auch nicht auf. Sondern man musste hier irgendwie einbrechen oder so. War, glaube ich, so die ältere Version. Wow, eine Feder. Der einzige Loot, den ich hier heute aus dieser Folge mitnehmen werde. Ja, ich würde sagen, da schaue ich dann jetzt noch rein. Aber ich würde gerne etwas hören. Das sah gerade einfach aus von Weitem wie ein Sessel, mein Karren. Beziehungsweise, die kann man eigentlich ganz gut sehen. Ja, wobei, das sieht so aus wie das eine Haus in dem Banditenlager, oder? Hier mit Wandschrank und so. Okay, rein da. Oh, sag mal, höre ich da irgendwie so ein komisches Geräusch im Hintergrund, oder?
so eine Maschine oder ein Generator oder so. Maximal gruselig. Ist auf jeden Fall so ein bisschen so aufgebaut. Wie das andere Haus. Schnell die Tür zu. Okay, die Sonne geht unter. Schon, oder? Ja, es ist einfach genau dasselbe Haus. Nur, dass man hier einfach auch noch nicht mal in die Schränke gucken kann. Keine Ahnung, was ich hier eigentlich gerade höre. Das bedeutet, hier ist ein Keller. Wo geht's da raus? Ins Badezimmer, mach mal zu. Okay, kurz mal reingucken. Oh Gott sei Dank. Das ist nur eine Abstellkammer. Ja, ist auf jeden Fall ein bisschen leerer auch das Haus. In dem anderen wohnen ja auch Bandidos. Unser kleines Labyrinth, ne? Okay, vielleicht kann man dieses Haus später sogar einnehmen. Hier stehen nämlich so richtige Betten drin, ne? Aber das werde ich auf jeden Fall zu einem späteren Zeitpunkt herausfinden müssen. Hauswirtschaftsraum. Ich glaube, hier war ich dann schon, ne? Ein kleines bisschen anders. Das andere Gebäude. Hier ist noch eine Tür. Ein ganz kleines bisschen anders aufgebaut. Okay. Dort war's. Und leider kein Loot für mich. Aber gut. Gut, gut, gut. Dann wird es vielleicht bald... Ne, halt, stopp. Ist nicht der Ausgang. Dann wird es wahrscheinlich bei der Schule genauso sein. Aber, hab schon gesehen, die Schule sieht von draußen ja mal richtig geil aus. So, dann machen wir hier noch ein Fotoshooting bei dem guten Licht. Okay, und dann denke ich mal, das war's dann auch schon hier. Also es gibt jetzt nichts, womit ich anfangen möchte. Oder bin ich noch irgendwo vorbeigekommen? Da oben ist noch eine Höhle, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es dort Loot gibt, ist dann ja eher gering. Gucke ich mal nach trotzdem. Ja. So, wie geht's mir? Ich bin durstig. Ich habe mir auf jeden Fall ein Käffchen mitgenommen, aber brauchte ich jetzt gar nicht den Kaffee. Guti. Und dann würde ich sagen, ich mache mich jetzt auf den Rückweg. Habe jetzt schon irgendwie richtig Bock zu bauen, aber ja, ich denke mal, es macht wirklich Sinn zu warten, damit ich da dann keine Unterbrechung drin habe während der Staffel. Aber so grundsätzlich könnte ich mir wirklich gut vorstellen, hier unten dann am See zu bauen. Der Übergang zum Tunnel wäre auch nicht weit. Hier überall die ganzen Locations, die wären auch gar nicht so weit. Das werde ich auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Und dann würde ich sagen, werde ich mich jetzt hier schon mal von euch verabschieden. Hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Schreibt mir gerne etwas in die Kommentare. Ein Däumchen wäre ein Träumchen und tschö mit Ö.